Moin, ich bin Tobi und stehe hier an der Uni Kiel. Denn heute ist Erstsemesterbegrüßung und wie es euch dabei geht, das gucken und hören wir uns jetzt mal an. Moin, das steht hier so auf eurem Beutel drauf. Was macht ihr denn hier? Ich studiere hier Geografie. Also ich bin eigentlich vor 4 Tagen in Deutschland angekommen. Wo willst du denn mit dem Koffer hin? Ich bin nur genau Unterkunftsgeberin für die Dame. Ja, wir schlendern einfach so ein bisschen rum und dann haben wir noch eine Begrüßungsfeier vom Institut heute Nachmittag. Die Stadt ist ganz schön und ich hatte schon ein paar Freunde hier. Es waren Millionen Menschen. Das waren ja nicht nur Menschen hier tatsächlich im Audimax, es waren ja auch draußen auf dem Vorplatz und an den ganzen Streams. Sagen wir 10 Millionen. Und die haben gut mitgemacht die ganze Zeit auch. Auch mit unserer neuen Tradition, die Laola-Welle, die wir eingeführt haben. Moin. Moin, ihr saßt hier erste Reihe oder zweite? Ja klar. Wie war's denn? Ach, es war super. Also ich wusste gar nicht, was ich zu erwarten habe, weil ich bin in meiner Familie auch eine der Ersten, die studiert hat. Ja. Und deshalb ist das für mich alles ziemlich neu. Aber ich fand es super cool. Was hast du denn aus den Reden so mitgenommen? Also ich finde vor allem toll, dass es so viele Möglichkeiten gibt, sich halt zu engagieren. Wo kommst du denn her? Aus Wilhelmshaven. Aus Wilhelmshaven? Genau. Das heißt Nordsee irgendwie gewohnt. Was ist jetzt mit der Ostsee? Ist das irgendwie auch annehmbar? Es ist annehmbar. Die Möwen sind die gleichen. Sie sind immer noch groß, sie sind immer noch gemein. Sie wecken mich immer noch morgens auf. Von daher ist das schon ein bisschen Heimatgefühl. Und? Spannend? Wir waren tatsächlich gar nicht da. Wir hatten eine Fachschaftsbegrüßung von der Bio-Sektion. Hallo. Hallo. Wo kommt ihr denn her? Also ich bin ursprünglich aus Augsburg und bin jetzt neu nach Kiel gezogen. Das ist mir ja schon ein ganz schöner Pluspunkt, also bin ich schon sehr froh. Und deswegen freue ich mich auf den Norden. Das ist eine coole Erfahrung. Was ist so hängen geblieben? Also erstmal viel Aufmunterung, quasi die Studienzeit zu genießen. Dass wir also natürlich das Ganze auch ernst nehmen sollen, aber natürlich auch quasi die ganzen Freizeitangebote und sowas zu genießen. Und auch Kiel, eine super Stadt ist zum Studieren. Oh, worauf freust du dich denn jetzt noch, was so kommt? Auf die Stadtrallye. Und morgen steht noch die Studienorganisation an und die Kneipentour. Guten Tag. Guten Tag. Du siehst so aus, als wenn du frierst. Ist dir kalt? Ja, ein bisschen. Und lila Mütze passend zur Unifarbe, ist das jetzt Zufall oder wie sieht's aus? Was macht ihr denn hier? Worauf wartet ihr denn? Wir haben gerade Pause. Wir haben uns hier ein bisschen aufgewärmt und ein paar Goodies abgeholt. Hiernach ist jetzt erstmal noch ein paar Infoveranstaltungen am Start und dann nach Hause. Und ich bin im Nachhinein sehr froh, nach Kiel gegangen zu sein, weil es eben familiärer ist. Und wie hat euch der Poetry Slam gefallen? Der war schon echt cool, muss ich sagen. Also ich fand den englischen Teil nochmal fast ein bisschen besser, weil der irgendwie nochmal so ein bisschen mehr geflowt hat, fand ich. Aber ich fand ihn sehr cool. Ich habe heute in viele fröhliche Gesichter gesehen. Wetter ist gut, Stimmung ist gut. Eigentlich die besten Bedingungen, um euren Start ins Studium zu ermöglichen. Und ich denke, wir sehen uns auf dem Campus.